Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Assassin's Creed Brotherhood. Ja, ich habe extra eine ganze Nacht hier im Heuhaufen verbracht, damit ich zu Sonnenaufgang den Templer hier wieder platt machen kann. Ich hatte noch nie in meinem Leben ein Schwert in der Hand. Was bleibt mir sonst übrig? Meine Familie verhungert, wenn ich nicht schwöre. Verschwinde von hier! Jetzt! Hallo! Treib die Ratte in die Enge! Wo ist der? Hat der schon wieder geflohen? Was ist das denn? So ein Kack. Dafür habe ich die ganze Nacht im Heu aufgelegen. So, wir brauchen auf jeden Fall einen Arzt. Okay, ich muss den von hier oben irgendwo holen. Guck mal, scheint jetzt, wenn die Sonne untergeht, oder? Wir warten einfach mal einen Moment. Guck, da ist er nämlich. Ich weiß nur nicht, ob der auch hier rauskommt. Jungfrau, rette mich. So, ein kleines Feuerwerk bei Nacht. Oh, Ezio. Wenn Ezio mitspielen würde, aber das tut er nicht. Okay. Ich glaube, wir haben genug Zeit mit dem guten Borgia hier, Borgia, verschwendet. Yippie!
Geschafft. Ja, schon ganz ordentlich aus hier langsam. So, aber ich muss irgendwie mal kurz beim Arzt vorbeischauen. Denn ich habe nicht mehr so viele Heilung. Also machen wir das mal kurz. Kleine Amputationen vor Ort. Kleine Amputation. Sachen verkaufen. Wolle. Ein bisschen Erholung und alles sollte wieder gut sein, Freund. Danke dir, Herr Doktor. Hier hin. Schnappen wir uns den Turm. Dauert jetzt alles vielleicht ein bisschen Zeit, aber hinterher ist das deutlich einfacher für uns. Hoffe ich. So, Bunnies. So war das natürlich nicht geplant. Ja, ich höre die Kiste auch, oder was auch immer das ist, aber die juckt mich gerade nicht wirklich. Hier macht das, aber da nicht. Ah, guck mal. Schon befürchtet, ich komme hier nicht hoch. Zumindest noch nicht. Ich dachte, wir müssen erst wieder diesen Doppelsprung und so freischalten. Wenn man den überhaupt nochmal freischalten kann. So. Wie ist das mit dieser Schnellreisetunnel? Muss ich die vorher ein... Ne, muss ich nicht. Da leuchtet er. So. Jetzt, Ja. Gehen wir hier lang? Wir gehen da lang, komm.
Gibt es da einen Schnellreisepunkt vielleicht? Ne, nur hier. Braucht halt alles seine Zeit hier, ne? Hat er mir gerade gedroht? Die, bei denen ist das Leben noch in Ordnung. Das Pferd ihn gerade getreten? Darf ich da überhaupt schon hin? Nee. Ich hab's geahnt. Gut. Dann nehmen wir den. Keiner wissen. Man hätte es ahnen können, aber gut. Hier funkelt doch was Schönes. Alle ab, was. Wie gesagt, ich sage, ich glaube wirklich, dass dieser Machiavelli was mit damit zu tun hat. Darf ich hier nicht hin, oder? Ihr redet nicht viel, oder? Entschuldigung. Das ist ja gut, Alter. Und da ist die Gefahr. Ein Templerversteck haben wir hier. Mann, wartet doch mal. Ey.
Habt ihr den Sitzern verloren? So. Runter das! Könnte unser Mann sein. Sehen wir an. Er ist wieder draußen, ja? Luft verschaffen hier. Oh nein. Ezio. Lasst mich leben, bitte. Ich bezahle euch. Oh Kacke, der schießt uns runter hier. Hier geht's. So. Wir machen besser erstmal den, nicht dass er gleich einfach runterspringt. So. Anzünden. Wieder einer weniger. Diese Bank für 900 und das Einkommen der renovierten Gebäude wird automatisch. Machen wir mal. Schrecklich furchtbar, wenn das so. Kann ich hier was mitnehmen oder was? Kapazität Bank. Wie nehme ich das mit? Hat da Geld abheben. Ah. Okay. Sehr gut. Kopernikus. Hey, beide noch alles voll mit nicht gekauften Dingen. Das Templerversteck holen? Nächster Halt, Templerversteck. Ist das nicht gefährlich? Nein. Warum? Das ist ja ein richtiger Turner. Ihre Turner das Schild Rom erwacht aus einer Trägheit. Aber die Borgia müssen einen Turner. Das ist aber ein Pummelchen.
So. Nur das Ziel töten. Das wird doch wieder nichts. Was ist, Kapitän Obst? Sei leise. Ich werde dich sehr reich machen. Ich habe einen Schlüssel auf dem Markt erstanden für den Torre della Milizia. Und wie macht mich das reich? Der Mann sagte, es gäbe einen Schatz in der obersten Kammer. Doch die Treppe ist baufällig. Ich brauche deine Hilfe, um... Wir sind nicht mehr allein. Also bringst du meinem Weib die Leiter? Ja, das mache ich. Du bist so ein guter Freund der Familie. Ich bin dir eine Belohnung schuldig. Darauf freue ich mich schon sehr, Capitano. Schleimers. Vermutlich. Stehe heute Nacht mit der Leiter bereit. Und was ist mit meiner Belohnung? Assassino! Bitte was? Los, wir halten ihn auf! Nein, nicht erwünscht, mein Freund. Hey, Fratelli, mach schnell! Glaube, du kannst doch. Versuch's nochmal, Fesso. Ja. Mann, Ezio. Mann. Pezzo di merda! Wo ist er? Schnell! Auf die Lücke ziehen! Hä? Ach, das wird nix. Bleib mir vom Leib, Assassino! Das ist so leicht. Wollte er ganz entspannt rein. Ah, herrlich. Naja. Jetzt kommt erst die eigentliche Aufgabe.
Jopsasa. Muss ich denn hin? Tatsache hier, ja. Oh, ich kann die Schätze schon hören. Ja, waren da immer 500 drin in jeder Kiste, bei Teil 2 noch. So. 4259. Also 4-2. Mal sehen, wie viel wir hier kriegen. Sich doch gelohnt. Kaufrausch. Den, oder? Oder ist das Ziel näher? Waren wir doch eben auch hier und wir konnten hier nicht hin, oder? Endlich mal wieder einer, der kämpft. Lass den bluten, Jungs. Ihr habt wohl Todessehnsucht, wenn ihr in einem Borgia-Viertel auftaucht. Verschont! Bitte tut es nicht! Meine Unterhose. Lass den bluten, Jungs. Borgia! Borgia! Ihr habt wohl Todessehnsucht, wenn ihr in einem Borgia-Viertel auftaucht. Ihr habt wohl Todessehnsucht, wenn ihr in einem Borgia-Viertel auftaucht. Etwa ist das unklug, sich mit den Borgia anzulegen, Assassine. Auf ihn, Franzi! Ja, und Todessehnsucht, wenn ihr einen Borgia-Viertel auftaucht. Lass den bluten, Jungs.
Borgia sind wohl doch nicht so nett. So. Worum es auch gehen mag. Er hat mich irgendwie ver... Auf süß. Hat die Fässer am Ende, aber nicht zum Anzünden. So. Das heißt, wenn ich die Türme kaputt mache, gehen die Schlösser weg. Oder wie? Also dann sind die Läden automatisch wieder da. Da steht schon ein Empfangskomitee. Ah, wie witzig, da darf ich noch nicht hin. Muss doch dahin. Versuchen. Nehmen wir den hier, oder? Scheinbar sind wir zu schnell für das Spiel.
Das Spiel möchte nämlich, dass wir hier als nächstes machen. Also machen wir das. Der Inquisition stellen oder sterben müssen. Die Irrlehren, die sie als Wahrheit verkünden, sind in Übel mit der Kämpfer. Wer keine Abbitte leistet, wird unter die schon mal gesehen. Halt! Wo ist er denn? Ist ja auch einer von der mutigen Sorte. Voll. Genug Blut vergießt. Diene nicht länger. Ich führe ab jetzt ein Ehren. Genug Blut vergießen. Ich führe ab jetzt ein ehrenvolles Leben. So, hier muss aber irgendwo auch der Eingang zu diesem Dings sein. War ich aber nicht, oder? Halt! Ich kenne den Mann. Er ist weg, er ist weg. Leute! Das schafft er doch wieder nicht. Ist das ein Quatsch hier? Hoch, hoch. Ups. So, wir müssen erstmal Adleransicht machen. Da. Oh, ich dachte, ich laufe daneben. Boah. Oh, mein Gott, der Körper kribbelt. Zünden.
Vielleicht ist der Brunnen der Eingang. War irgendwo ein Brunnen. Kaserne legen. Die Stadt muss sich erheben. Die Borgia schänden sie, führen sie ins Verderben. Wir müssen sie mithalten. Da waren sie doch nicht. Es muss wirklich da unten irgendwo gewesen sein. Aber wo? Der ganze Irrgarten hier. Alle Schlüssel aus den Schriftrollen von Romulus beschaffen. Ah, hier ist das dann. Okay. Gut zu wissen. Gutski. Gehen wir da rüber. Ich dachte, hier finde ich erstmal wieder so einen Schlüssel, aber das hier ist das Ende dann von den ganzen Schlüsseln. Da gibt es dann die neue, coole Rüstung. Ganz weit hoch hier, komm. Da können wir rüber. Ist das nicht verboten? Eine Weile. Ihr könnt auch wieder dicht für uns sein. Nee, doch nicht. Hier dürfen wir. Von da hoch, ja? Schön. Lasst euch von oben nochmal. Etwa 5 Minuten, schätze ich. Wirklich, wirklich schön.
Noch höher, ne? So was habe ich noch nie gesehen. Er ist kein guter Gaukler. Komme ich denn noch mehr hoch? Hier oder was? Ah ja. Ja, ist schon. Schon schön hoch. Hier ist auf jeden Fall wieder so ein Versteck. Hier. Das ist auch unser nächstes Ziel. Auch wenn ich jetzt ärgerlicherweise hier wieder runtergesprungen bin. Da ist es. Und da? Natürlich wollen wir das Versteck betreten. Die dachten, wenn sie ein abschließen, dann kommen wir da nicht rein. Den Schrein des Romulus finden. Mach ich. So. Wie? Da konnte ich mich festhalten. Oh, er nimmt gleich eine Abkürzung. Auch nicht schlecht. Sesam, öffne dich.
sehen. Romulus verlangt seinen Tod. Der Assassine muss leiden wie Remus. Dein Tod ist beschlossen, Assassine. Durch eure Borgia-Herren? Was weißt du schon? Ich weiß, dass sie euch verschlüsselte Briefe senden. Beweist eure Unschuld. Sagt, wo versteckt ihr das Chiffrierblatt? Niemals! Welcher ist es? Scheiße. Scheiße. Ich erinnere mich noch so leicht an dieses Pferderennen von eben, aber ich glaube, damals habe ich da mies verkackt.
Sowieso, kennt ihr das, wenn man früher sich so ein Spiel erinnert, dann hat man sich da mal sehr viel schwerer getan als jetzt irgendwie. Zumindest wirkt das immer so. Wo, ich bin doch so ein Holzkopf, ne? Gefunden. Das ist der zweite, ne? Von 6. Nice. Gladiator. Nicht schlecht. Jetzt gleich in der nächsten Folge, also morgen, einmal zum Schmied rüber dackeln. Ich finde hier zwar gerade keinen, aber ich werde zum Schmied rüber dackeln. Na, hier unten ist einer, da ist auch einer. Mal zum Schmied, mal gucken, ob wir in unserer Rüstung was machen können, vielleicht ein paar neue Teilchen holen. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier. Ja, hier, hier und dann hier hin. Und dann anschließend können wir uns dann hier um diese bisschen noch kümmern. So ist der Plan für die nächste, also so ist der Plan für morgen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Unterstützt mich, lasst mir was da. Danke für euren Support und bis dahin. Ciao, ciao.